Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Wie ihr seht, sind wir auf Hillfort. Ja, deswegen auch der Klotz in der Mitte. Unser Gegner hier links mit Geizhals. Also ganz, ganz klassisch. Hier zwei Windturbinen. Na komm. Zwei Windturbinen, genau. Eine Mine. Und jetzt kann er einfach alles redesignen, sparen und auf die T2 hoffen. Bei uns, ja, unser hohes Windturbinen-Setup braucht ein bisschen mehr Ressourcen. Dafür habe ich eine bessere Ausbeute, vierte Mine und wir spielen ganz, ganz gemütlich mit Warzenschwein erstmal das Economy-Spiel. Weil Pinchfest, der hat den Vorteil, er verkauft irgendwas, egal ob Waffe, Metall, Lager, komplett egal. Er bekommt 1:1 den Metallwert wieder. Deswegen, zwei Windturbinen sind eigentlich too much, dafür, dass ich keine Waffe habe, aber durch das Verkaufen von Metall, ihr seht es, bei einer Minute noch davor war seine T2 geplaced. Bei uns, ja, wir haben erstmal die fünfte Mine gebaut, haben jetzt noch eine Windturbine da oben, die sechste Mine und noch eine Windturbine. Und im Vergleich, hier haben wir gleich Aggression durch Cannons, Howies und Twenties und durch einen Feuermörser. Und bei uns, ja, wir haben Minen mit Minen und Windturbinen. Da hat man eben gerade das Geräusch gehört, dieses Geräusch, wenn, ja, Holz knarzt. Das ist immer dann, wenn irgendwas Schweres verkauft wird. In dem Moment wusste ich, gut, mein Gegner hat jetzt seine T2 spätestens platziert, weil es wird verkauft. Hier kommt der gegnerische Mörser, schickt einen Gruß und, ja, soll mich jetzt nicht stören. Ich will mit meinen beiden Mörsern auch rüberschießen und seinen Mörser ganz easy rausnehmen. Nächster Mörser kommt, trifft meinen Mörser und ich dachte mir, komm, überleb, überleb, überleb. Aber, nein, keine Chance. So, ich habe einen Mörser, er hat einen Mörser. Unterschied ist aber, er hat einen Gunner, ich nicht. Er trifft meinen Core, es sind 7% Core Damage und ich treffe seine Windturbine. So, da kommt meine T2 und ich bekomme nochmal auf den Deckel, auf den Core, nur noch 86%. Und in dem Moment dachte ich mir, weißt du was, dann baue ich jetzt einfach hier Holz vor, ist mir egal. Hab aber durch diesen einen Feuermörser bereits 21% Core Health verloren. Und hier bei Minute 2:40 wurde die erste Cannon vom Gegner platziert. Noch eine Windturbine. Und ich würde sagen, da hat jemand schon mal Druck auf dem Feld, wo wir momentan noch, ja, ein bisschen hinterher hinken, weil unsere Tech ist erst zur Hälfte fertig. Während hier der Mörser nochmal schießt, aber ganz ehrlich, ja, da ist Holz. Das soll mich jetzt nicht stören. Und solange die Windturbine in Ruhe lässt, ist alles gechillt. Hier nochmal die Streben leicht angeschrägt von unten nach oben gezogen, weil dann denkt das Spiel, das ist einfacher, das ist leichter. Und ja, das nutze ich für mich aus. Die beiden, der Gunner und der Mörser, werden verkauft. Ich ritze mit. Und hier, blub, einfach 150 oben drauf, weil er Geizhals ist. Und kann jetzt direkt hier oben die nächste Cannon reinplatzieren. Hat zwei Cannons nach 3 Minuten 37 und wir haben, ja, gähnende Leere. Noch eine Batterie, weil wir floaten Energie ein bisschen. Haben auch jetzt schon fast 500 Metall gefloatet. Gegner hier 235. Und ihr seht es hier vom Setup, von den Waffen. Das ist ganz vernünftig gebaut. Also der wusste, was er tut. Baut auch hier seine Sachen auf. Kommt hier mit Defense um die Ecke. Macht alles zu. Das passt. Bei uns wiederum, da ist auch eine Waffe im Aufbau und wir haben, ich sag mal, das vernünftige Setup, was jetzt bekannt ist bei mir für die Cannons, damals noch nicht gewusst. Deswegen haben wir es nach bestem Wissen und Gewissen so gebaut, wie es jetzt hier ist. Und die eine Cannon hier, ja, die hat zwar keinen geilen Winkel, aber sie kann die Windturbinen angreifen oder rausnehmen, je nachdem. Weil wenn hier kein Schild vorne dran kommt, rausnehmen, ansonsten bedrängen. Und hier haben wir auch schon die erste Cannon ready mit einem Törchen. Schießt momentan noch nicht. Jetzt kommt noch das zweite Törchen und noch ein Schild. Und bei uns wiederum, ja, die Cannon ist zur Hälfte durch. Hat aber schon 3 Tore. Und wir bauen noch ein bisschen mehr Defense vorne dran.
Heute weiß ich, dass die Defense nicht so geil ist, aber damals dachte ich mir, okay, why not? Hier gehen beide Windturbinen raus, ärgerlich, aber für mich war das so, okay. Die Windturbinen besser als meine Kanone. Hier kommt das Schildchen, einfach damit die nochmal wirklich irgendwann am Leben bleiben. Und beim Gegner, ja, sind gleich zwei Cannons ready. Fünf Windturbinen, wobei die alle ein bisschen traurig wirken. So, und bei uns das Schild steht. Die Cannon ist ja auch fast ready. Und ja, jetzt sind wir bei 5 Minuten 35 in einer Pattsituation. Weil seine zwei Cannons werden niemals reichen, um mich zu töten. Und meine eine Cannon wird auch niemals reichen, um ihn zu töten. Das heißt, wir müssen uns jetzt so einteilen, dass wir Economy produzieren, sinnvoll benutzen, unseren DPS nicht verringern und immer schön weiter gegenschießen. Er kriegt den ersten Treffer. Ich verliere mein Schildchen da oben wieder. Hier kommt unser Upgrade Center. Und ihr seht, die Mine hier wird verkauft. Da sind die ja, Windturbinen auch. Geschichte. Ärgerlich. Aber hier kommen die Swarms. Warum Swarms? Ganz einfach. Ich wollte Cannons mit Cannons und noch mehr Cannons spielen, sodass mein Gegner hier drüben gar keine Notwendigkeit hat, irgendwie Anti-Air zu bauen. Und dann in dem Moment, wo er denkt, ja gut, da ist eine Cannon, vielleicht zwei, und dann kommt die Nuke und macht BAM! Also das war so die Idee. Weil die meisten Spieler bauen keine Anti-Air, wenn nicht irgendwie, ja, irgendwie Gefahr droht oder sie irgendwas Suspicious sehen. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe immer panische Angst vor irgendeiner EMP, die mir was Wichtiges deaktiviert. Aber das ist so meine Erfahrung. Und hier, ja, über den Schuss reden wir nicht. Jetzt kommt die Antwort. Einmal aufs Törchen. Da kommt der Sniper. Die aktive läuft von Geizhals. Und hier, die beiden Tore sind weg. Die Cannon wurde gegrüßt. Die hat das Ganze schön gefacetankt. Und die aktive von Geizhals, ja, wer kennt's nicht? Die sorgt dafür, dass man einfach mit der Hälfte der Feuerkosten schießen darf. So kann Geizhals zum Beispiel auch in Rocket Rush sehr, sehr clean und aggressiv spielen. Weil durch die reduzierten Feuerkosten, ja, kann er schon ein bisschen snowballen. Jetzt kommt bei uns das Upgrade für die Nuke und einmal für die Mine. Ich habe extra die Mine hinten gewählt, dass er sieht, ah, okay, da ist Supermine im Upgrade. Okay. Er upgrade Economy und nicht irgendwie, okay, da könnte eine New kommen. So, wir mussten hier einmal alles mit Holz zugleistern, weil einfach das Metall nicht da war. Jetzt wird die Kanone wieder neu mit Toren bestückt. Und auf der anderen Seite, ja, durch diesen Bau, das so nach oben geht, ist der Windkanal von den Windturbinen beeinflusst. Deswegen sind die so traurig. Wenn ihr Holz platziert, so nach vorne raus zum Beispiel, seht ihr immer so einen weißen Kegel. Der zeigt euch an, wie der Windflow für die Windturbine ist. Wenn ihr den tangiert wie hier, werden sie eben langsamer. Ja, der Sniper ist weg mit zwei Windturbinen. Aktive wird gezogen. Ja, und da leider nicht die Tore getroffen, weil das wären zwei Tore, die safe weg sind. Und das dritte da hinten, das wäre auf jeden Fall knackig gewesen zum Reparieren. Aber so leider gar nichts. Und ich hätte mir gedacht, ja gut, hier ist ein Schild. Cannon Shot 1 und Cannon Shot 2. Und dann ist die ganze Windenergie weg. Also habe ich angefangen, hier einen Turm zu bauen. Weil dann kann ich hier Windturbine, 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 Windturbine und verliere eben nicht so viel. Weil ihr dürft niemals vergessen, wenn euer Gegner keine Energie hat, dann schießt er auch nicht. Meine Nuke ist ready. Nochmal einen Gruß geschickt hier unten, aber ja, nicht so tragisch. Aber ich krieg's mit. Wir können ihn zumindest mal ein bisschen beschäftigen, sodass er nicht direkt die nächste Waffe stacken kann. So, hier werden die Tore nachgezogen. Es wird nicht repariert, weil wir haben die aktive. Und alles, worauf ich warte, ist eben die Energie. Weil ich würde gerne das Ding abfeuern und mit der Cannon hinterherhalten. So, aktive wird gezogen. Da ist der Paint. So, die Cannon ist auch schon ready und da kommen Gunners. Die kommen ein bisschen zu spät. Und hier satter Damage. Aber, ihr seht, so viel Metall drin, das tat ihm weh.
Safe, aber es steht noch. Der Schweizer Käse steht noch und er hat zwei Cannons. Ich habe eine, wobei er halt die Gunner hat jetzt da unten, an die ich aktuell nicht rankomme, die meine Nuke rausnehmen können. Ich hatte eine Chance für diesen Überraschungsmoment und der ging, ich sag mal, ein bisschen nach hinten los. Seine Gunner? Meine Antwort, Mörser. Weil eventuell kann ich die Mörser ja so schießen und chippen, dass die Gunner in einem anderen Winkel auf das Projektil schießen. Das angenommen, die Mörser sind hier, alle Gunner schießen nach oben, aber die Nuke ist gerade hier und während die im Reload sind, ist die Nuke dann schon hier. Also so zumindest mal die Idee hinten dran. Hier oben unser hoher Sniper. Die drei Mörser sind ready und da ist der nächste Paint. Und mit dem Sniper da oben will ich die Gunner clearen, aber die Nuke sagt nein. Die Nuke sagt nein, ich nehme dich mit. Und das war halt ein bisschen doof. Das war ein bisschen sehr, sehr doof und hier, ja, unangenehm. Da ist ein bisschen geleckt, deswegen ist auch dieser Dorn entstanden, aber ich dachte mir, komm, wilder Woodspam, das ist dein bester Freund gerade, einfach wilder Woodspam. Ich habe gelernt, da oben, ja, da sterben Sniper auf sehr unschöne Art und Weise. Deswegen kommt da oben auch eine Büss rein, weil das geht genauso gut. Aktive gezogen. Die Nuke wird geschossen, also gepaintet besser gesagt, hier tief eingedrungen. Nuke kommt nicht durch und hier zwei Holzstreben. Zwei Holzstreben stützen das hier und unseren Kern. Das war arscheng. Das war arscheng, deswegen wird hier nochmal ein bisschen Holz vorgeklatscht, auch so ein bisschen kleine Woodspam, weil da halten sich Kanonen doch schon gerne mal dran auf. Hier oben unsere Büs ist ready. Ja. Keine Chance. Oben ausgewählt und unten einmal wegcutten. Ja. Waren zwei Gunners, bleiben noch vier. Nächster Cannon-Shot. Einmal zwei Windturbinen und einmal eine Tür. Aber alles noch in einem Rahmen, der okay ist, sag ich mal. Der nächste Paint. Die Büs oben reingehalten. Die Mörser sind bereit. Und ja, genau so wie es sein sollte. Die Mörser haben die Gunner abgelenkt und jetzt kann ich hier reinhalten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr guter Strukturschaden. Wir haben Sniper seinen rausgenommen. Jetzt werden die Gunner geklärt, weil er ist unten beschäftigt mit Reparieren. Und oben, ja, nutze ich das für mich aus. Die Gunner da oben waren auch nicht so das Problem. Aber alles, was ihn APM kostet, ist für uns gut. Nuke im nächsten Paint. Die Mörser sind ready, wie ihr seht. So, und hier dachte ich mir, komm, Flieg und Sieg. Aber nein. Sie ist nur geflogen und hat nicht gesiegt. Währenddessen, unsere Cannon chillt hier mit nur einem Türchen. Unglaublich fahrlässig. Jetzt denke ich mir auch, oh scheiße. Der hat zwei Cannons, macht das Ding dicht. Durchgeladen und der erste Schuss verfehlt zum Glück. Schön hier oben drüber und der zweite auch. Schön mal zweimal nicht getroffen. Sehr, sehr gut. Kann öfter passieren. Die Nuke nochmal im Paint. Aber der Gegner hat die Gunner manuell gehalten und erst dann geschossen, als die Nuke wirklich da war. Macht er gut. Macht er gut, hat mich geärgert, aber ist genau der richtige Call. So, die Cannon ist ausgewählt und wir, ja, wir krebsen so ein bisschen rum. Wir haben Energie, wir haben Strom, aber nicht genug, um die nächste Waffe zu adden. Da oben sind zwei Büs und hier nochmal Richtung Cannon geschossen. Da sind nur zwei Türen. Das heißt, mit der aktiven von Warzenschwein kann ich das eigentliche brechen. Eigentlich. Aber die Möglichkeit ist da und hier. Ja. Die beiden Cannon-Shots easy weggetankt. Aber es ist so eine Pattsituation. Wir haben nicht genug Ressourcen für noch eine Waffe. Unser Gegner ebenso wenig. Er muss sein Fort reparieren. Stahl nachziehen. Ja, und seine Gunner auch im Leben halten. Weil wir wollen ihn ja auch als Leder. So ist ja nett. Und jetzt hier auch nochmal schön Strukturschaden reingeknüppelt. Er könnte jetzt eine Cannon placen. Ah, stattdessen schießt er zurück. Das sind 6000 Energie. Das heißt für ihn keine Cannon. Ja, das fehlende Metall und Holz wird ersetzt. Das heißt, die Ressourcen gehen runter und hier nochmal reingebüßt. So, wir haben eine Cannon plus Nuke gegen zwei Cannons. Hier nochmal der Paint. Die Mörser sind ready. Und
Ja, keine Chance für die Nuke. Aber da oben brennt's ein bisschen. So. Dann haben wir hier einmal aufs Geräusch gewartet, wann das ausgeht. Und haben dann hier einfach mit der Cannon reingehalten. Wenn ihr euch fragt, na, woher wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Ich habe nur gesehen, da oben brennt's. Und du siehst hier oben, dass da ein Schild dran ist. Ich habe einfach gegambelt, dass das Schild ausgeht beim Reparieren. Und das andere. Das war relativ obvious. Oh, und da kommt die Cannon durch. Und das ist böser Strukturschaden. Die Nuke. Und da gehen auch nochmal die unteren Windturbinen. Und wie gesagt, da oben, da war es einfach nur wichtig, dass ich auf die, das Geräusch vom Schild achte. Weil man sieht es hier draußen ein bisschen. Und ich wusste, es brennt da oben. Also wenn es ausgeht, ist es, ich sag mal, in 9 von 10 Fällen das Schild da oben und nicht da unten. Von daher war das die Idee. Und hier, schön reingebüßt, hätte schlimm enden können. Und die Neigung vom Turm hat dafür gesorgt, dass die Nuke meinen eigenen Scheiß abräumt. Hat er gut gemacht. Muss aber hier auch gerade mit Energie kämpfen, weil hier unten der Spot ist komplett verzogen. Den würde ich am besten aufgeben. Hier oben stacken. Oder Backturbines, immer noch besser als das hier. Und jetzt hier die beiden Cannons nochmal rein. Aber, ja, ihr seht es, Holz und Metall. Da kommt nichts durch so schnell. Und auch die Energie fehlt. Ich hätte hier mit der aktiven schießen sollen. Das wären dann 2 Cannons gewesen. Aber so nur eine. Währenddessen haben wir uns die Waffenkammer gegönnt. Jetzt haben wir dann alles außer die Fabrik. Und was ist die Idee? Ganz einfach, ich will Shotguns und Smoke. Unten nochmal die Windturbinen weggeballert. Oben unser Aufbau. Ihr seht, Metall hat er genug, aber Energie. Energie hat er jetzt fast gar nichts als 215 plus. Wir haben 393. Also, Energieprobleme haben wir dezent keine. Wir könnten noch hier für die Upgrades von den Superminen gehen. Aber hier wird erstmal Metall eingezogen, weil, why not? Hier wiederum auf der anderen Seite kommt die dritte Cannon. Aktive gezogen, von links wie auch rechts. Die Nuke ist jetzt verstärkt. Da kommen die Mörser, aber ja, ein Mörser kommt durch, die Nuke aber leider nicht. Schade. Hier nochmal die Gegenantwort vom Gegner. Ganz kurz. Hier ein bisschen rein, aber alles easy. Kriegt nochmal Schuss zurück. Und hier, ja, das war zu klein. Das konnten wir nicht mehr schließen, die Lücke passiert. Die Nuke wird nochmal gepaintet. Und ihr seht es da drüben. Es wird manuell gehalten. Ja, war auch richtig von ihm. Und die dritte Cannon ist im Aufbau. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, weil wir haben jetzt die Ressourcen für noch eine Cannon. Wir müssen nur den Spot dafür gleich vorbereiten. Beziehungsweise hatten wir, weil wir unseren Damage hier reparieren müssen. Und ja, der Gegner, gleich 3 Cannons. Und sag mal, die Defense hier, die wird keine 3 Cannon-Shots tanken können. Uns läuft die Zeit etwas davon. Hier oben kommt nun die Flak in den Aufbau. Wird auch geschützt mit Vordergrundholz, dass der Sniper dann einfach wegholt. Aktive gezogen und nochmal 2 Türen durchschlagen. Aber ihr seht, Gegner floatet. Ich habe 3000 Metall gefloatet, die Gegner schon 3600. Ja, das sind 3 Haugis auf meiner Seite und 3,5 beim Gegner. Ja, aber hier, der Spot ist gut verteidigt, aber die obere Cannon hier, die könnte rein theoretisch hier einen Headshot geben. Das wäre richtig, richtig mies. Aber da oben ist die Flak, die bekommt Upgrade und hier ist der Smoke Launcher, der ist wichtig, weil dadurch kann ich die Gunner absmoken und die tun mir nicht mehr Aua. Da kommt die Nuke. Und schöne Looping gemacht. Aktive gezogen. Kenne daher und endlich sind wir im Game. Wenn ihr euch fragt, warum der Looping? Ganz einfach. Na, schöne Shotgun. Hier war Smoke. Genau. Und wenn die Nuke durch Smoke fliegt, macht die einfach irgendein random Stuff. In dem Fall war es halt ein Looping. Und der Looping wurde halt ein bisschen größer und ist nach unten eingeschlagen, was eine Cannon gekostet hat, was mich zurück ins Spiel bringt. Und mein Gegner ein bisschen, ich sag mal, kalt erwischt hat, weil ich jetzt mit. Die Ressourcen sind da, aber es wird kein Spot vorbereitet.
Und ja, die Shotgun ist leider raus. Das ist doof, aber der nächste Paint mit der Nuke. Wir haben immer noch Smoke. Und der Gunner, der sieht gar nichts. Und hier, wie schon beim Versuch 1, ja, die Nuke mit der Cannon zu stoppen. Hätte fast wieder nicht geklappt. Eben ging schon einmal die Hose, da hat die Nuke ihren 360 Grad No-Scope Disrespect Move gemacht. Aber diesmal ging es gut. Dieses Mal ging es gut. So, aber was wird er jetzt hier machen? Erstmal die Energie nochmal ankurbeln. Und bei uns, ja, es ist alles gut. Wir haben zwar nur eine Cannon, aber nochmal abgesmoked. Hier kommt die Nuke. Und die scheppert gut rein da unten, ne? Cannon hinterher. Ja, das fällt ab. Und da ist die Büss. Und die Büss sagt nein. Und mit der Büss brechen wir auch den Gegner. Der verkauft sich hier. Ja. Und damit gewinnt das Good Little Tier als Warzenschwein mit einer Cannon und einer Nuke auf Hillfort. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.